Hallo und herzlich willkommen zu Zünderzeug und Katastrophen. Komm mal, schick hier rüber, du siehst schon, fast aus dem Bild draußen. Dennis. Ja. Dein. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Real Steel Bushcraft 3. Und zwar in einer handgemachten Lederscheide von unserem guten Kollegen Adrian. Richtig. Link zu seinem Instagram kommt runter. Unten in die Videobeschreibung. Ne? Genau. Der hat schon ein paar Sachen für uns gemacht und wir danken dir hiermit nochmal ganz recht herzlich für deine Mühen. Die Nachbarn sind da, es ist schon ein bisschen laut, aber ich denke, ihr versteht uns trotzdem. Für deine Mühen. Hammer. Einfach Hammer. Aber zeig's einfach mal in die Kamera. Genau. Also, in die. Wir fangen mal mit der Lederscheide an. Ja. Also richtig schönes Leder. Hinten Schlaufe dran. Hier vorne so ein Stecknubi. Und dann kommt das Messer raus. So, da habt ihr das jetzt. Wie gesagt, Real Steel Bushcraft 3 mit Scandi-Anschliff in D2-Stahl. Genau, schwarzer Griff, rote Liner. Hier hinten so eine innenliegende Lanyard-Öse. Ich glaube, ihr seht das ganz gut. Ja. Hintergrund, warum ich überhaupt die Originalscheide nicht verwende, ist, weil ich sie nicht habe. Ich habe das Messer gebraucht gekauft. Weil der, wo es verkauft hat, sie nicht mehr hatte. Nicht, richtig. Weil du sie nicht hast, sondern... Genau. Und dadurch habe ich sie auch nicht. Genau. Genau, war einfach keine Scheide dabei. Ich habe das Messer für einen Apfel und ein Ei bekommen. Und ja, mir gefällt es optisch halt sehr gut. Es ist halt ultra schlicht. Ne? Also... Klar, da ist auch nichts, nicht gerade viel mit Guard Schneide, oder sonst irgendwas, aber vorne, hinten offen, relativ zumindest. Scandi-Anschliff. Oh ja, das fetzt wie Hölle. Ja, Mann. So muss es, geht so schon muss wieder. Es sein. Sind zwar von vorne bis hinten durch, gell? Also, muss es sein. Schöner, ja, an, schön, schön. Ich glaube, es ist sogar das erste Scandi, also der erste D2-Scandi, den wir da haben, oder? Kann das sein? War das Victorinox nicht auch D2? 23? Nein. Das ist ein Edelstahl. Das ist 48 Schlag. Schlag mich tot, zum Mux-Edelstahl eigentlich. Ja. Teuer Geld für nix und wieder nix. Seht ihr das? Sehe ich eigentlich in die falsche Richtung gerade schon wieder. Ja. Das mit den zwei Kameras müssen wir noch ein bisschen üben. Da haben wir noch ein bisschen Schwierigkeit. Ja, das Ding ist brutal scharf, Alter. Leck mich am Socken. So, jetzt gib mal her, der Ding. Ja, mach mal. Jetzt schauen wir mal, was wir hinkriegen. Ja, sehr gut. Was haben wir denn da für eine Länge? Auf jeden Fall 42A konform. Sehr gut. Das ist, glaube ich, kurz drunter. Also auch so 11, irgendwer wahrscheinlich. Ja, ich habe es nicht genau im Kopf. Hier, Link kommt unten rein, könnt ihr euch angucken. Also ich kriege keine zusammenhängenden Löckchen hin, aber die Löckchen sind echt schön. Ja. Ich muss noch mal mit Feuer probieren. Ja, natürlich. Den wir gerade schon zweimal versagt haben. Was ist denn der normale Preis? Roundabout 50 bis 60 Euro irgendwo da dazwischen liegt das Ding, glaube ich. Das geht aber auch. Also dafür, dass es so ein eigentlich ein schönes Schnitzen-Feschbar-Messer. So. Mhm. Also damit kann ich bestimmt auch. Es ist halt genau das, wie es der Name sagt, es ist ein Bushcraft-Messer. Jetzt nicht für die groben Sachen, nicht jetzt zum Baumfällen, aber das, was du halt so machen musst. Schnitzen. Schnitzen vor allem. Zurück machen. Vielleicht wird er was besser sieht. Obwohl, ich mache jetzt. Mach mal da Feuer. Kannst du auch vorne an der Kante. Wie sieht es mit dem Rücken machen aus? Ha? Oh, jo. Schauen wir mal, ich habe es noch nicht ausprobiert tatsächlich. Das könnte tatsächlich gar nicht so schlecht sein. Okay, natürlich wieder. Willst du da rein oder willst du hier? Wir machen da, das sieht man es besser, ja, oder? Ja, gut. Hätte ich gesagt. So, wir haben jetzt natürlich wieder unseren Bescheißerstahl. Oh, das geht aber schon gut runter hinten. Das war doof. Das mit dem Wegziehen vom Stahl, das wissen wir schon. Allerdings, ich muss das immer nicht ganz so geheuer. Soll ja auch ins Nest treffen, gell? Ja, aber Funken macht es auf jeden Fall schöne. Ja, das tut es definitiv. Gut, ist halt auch der Katastrophenstahl, ne? Ja, der ist immer noch an der besten. Also an den Gewinner von damals, schreib mal du deine Erfahrungen damit rein. Ich hoffe, der macht fleißig Feuer an. Also, ist schon verkloschtet, aber richtig ziehen will es nicht. Hatten wir vorhin auch schon. Das ist nicht das erste Video.
wo es nicht funktioniert. Kannst du mal versuchen, wenn du willst, im Rücken nochmal so ein bisschen Feinspäne abzuhobeln. Ja, weißt du? Mal probieren. Das sollte aber auch gut gehen eigentlich. Wenn jetzt der Haufen nicht gleich wegfliegt, bin ich dann noch zweimal reinfahren. Ah, geht ganz gut. Mhm. Also der Rücken ist definitiv scharf genug. Ja, das, da bin ich auf jeden Fall dabei. Jetzt nehmen wir gerade mal das da hier. Dann holen wir mal noch ein bisschen Späne runter. Tut ja nicht weh. Und zack, es brennt. Siehst du, das sage ich doch. Einmal frei. Sehr gute Idee, Dennis. Hervorragend. Lass uns nicht ganz so dumm aussehen. Wir sind voll die harten Kerle, wir machen Feuer im Wald. Oder auch nicht. Oder eben auch nicht. Naja gut, also wenn jetzt... Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert tadellos sogar. Und wie gesagt, das Messer ist burnerscharf. Und ich könnte mich jetzt... Ah, definitiv noch mal rasieren mit dem Teil, obwohl wir jetzt hier rumgehobelt haben. So, jo. Schnitzen, gut. Feuer machen, alles drin für an die 60, 70 Ocken. Wir haben eine schöne Schleifkerbe. 50 bis 60, glaube ich, also es ist gar nicht so arg teuer. Ist doch super, ich finde es geil. Einzig, was mich wieder ein bisschen stört, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, das ist der ein bisschen rutschige Griff. Was ich geil finde, ist, wir haben kein Chimping. Ja. Nix. Da ist glatt oben und scharf zum Feuer machen. Sehr gut. Ja. Danke dafür. Gut, ja? Spalte mal Holz. Spalte ich mal Holz. Tja, dann bleibt noch was. Ja, ich habe schon noch was, aber. Ach komm. Wir probieren es, ob wir es mit dem hier hinkriegen. Ich drümmel mal. Drümmel, ja. Leicht schräg, dass man das da sieht. So. Wie nix. Ne? Geht. Also, tippitoppi. Kann man lassen. Ist gut. Mein riesen. Jetzt habe ich Holz im Mund. Riesenbrocken würde ich jetzt nicht nehmen, aber. Es funktioniert. Richtig gut. Uah. So, jetzt ist es weg. Entschuldigung. Nicht schlimm. Haben wir was? Nichts passiert? Nö. Härtetest. Klappt. Bisschen die Spitze, aber meine Güte, Arbeitsgerät. Hacken. Ach so, ja, klar. Das ist jetzt halt ein bisschen klein, aber. Ja, das die solche auch damit. Das ist ja. Oha. Fliegen aber trotzdem schon einige Chips raus. Hoffentlich nur aus dem Holz, nicht aus der Klinge. Ja, das hatten wir auch schon heute. Echt was enttäuschend. Sollte da aber nicht der Fall sein. Nee, beim D2 eher nicht. Oder? Nö. Nee. Hätte also, mich auch gewundert. Hacken geht für die Größe auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, das ist halt. Ja, das ist geil. Das macht Spaß. Ohne Scheiß, das macht einfach Spaß. Zumindest funktioniert. Denn es gräbt sich ein ins Holz. Es beißt halt auch. Leck mich fetzig, ey. Ja, gut, das ist jetzt nicht fein, aber. Ja, aber übel, du fasst die Hälfte vom Ding durch. Das ist halt, ja, mit krass. So ein paar Schnitten. Krass. Geiles Teil. Mega, finde ich gut. Finde ich echt gut. Ja. Wie gesagt, habe ich gebraucht gekauft über einen Zuschauer. Haust bitte jetzt richtig rein, dass dir das auch nochmal, weil sonst. Ja, danke. Instagram. Haben wir da, ich sehe immer noch, gell? Wir haben das noch nicht da, das Lanyard-Loch, hast du das gezeigt? Ja, vorhin habe ich es gezeigt, klar. Krass. Einfach mitten im Griff drin, also verdeckt von ja, den Schalen. Ihr habt es vorhin gesehen. Wird zwar mit dem Lanyard durchziehen, ein bisschen blöd. Aber wenn es mal drin ist, ist geil. Aber wenn es drin ist, hast du auf jeden Fall sicher allem, und safe. Du hast halt dadurch, also der große Vorteil an der Geschichte ist ja, ich meine, wir müssten jetzt mal ein Lanyard durchziehen. Du hast diesen Störfaktor, dass das rechts und links aus dem Griff rauskommt, nicht? Ist nicht da. Sondern es ist einfach nur eine Verlängerung des Griffes in hasch allerdings flexibler auch Form. Nicht bei denen, wo hinten das Stahl weiter rauskommt. Ja, das aber geht auch. Durch hinten den Stahl rausgucken. Da nicht. Das ist halt formschön, ja. Das ist formschön. Dass ich es jetzt kaputt gemacht habe. Wie gesagt, ich habe es für gutes Geld bekommen. Meine Intention. Alles gut. Aber. Und das Ding wird auch, ich glaube, relativ oft noch im Rucksack landen, beziehungsweise am Gürtel und hoffentlich auch noch. Zum Schnitzen ist das richtig der Wahnsinn. Also krass. Zum kleinen Arbeiten machen. Aussehen irgendwann. Ja.
Vor allem mit der Scheide, also mal ganz ehrlich. Mega, mega. Musst du ja mitnehmen. Also wir können uns da nicht genug bedanken beim Adrian, dass... Ja, der für uns sowas immer für die Materialkosten macht und ein fettes Dankeschön. Ja, muss gleich mal Respekt. Und unser Hobby damit etwas unterstützt. Genau. Ja, und so. Ohne Scheide das Ding in der Hosentasche ist halt echt scheiße. Definitiv, ja, definitiv. Gut. So, Fazit. Fazit. Ein für mich richtig schönes, kleines Bushcraft-Messer. EDC-tauglich, dadurch 42A. Kannst nichts falsch machen. Nicht nur das, es ist auch ein verdammt geiles Backup-Messer. Ja. Weil man damit kann man trotzdem immer noch alles tun. Vielleicht nicht mehr in dem ganzen Umfang wie in einem Bushcraft-Biber oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Aber wie gesagt, zum Schnitzen als Zweitmesser trotzdem frei. Absolut Daseinsberechtigung. Absolutes Go dafür. Ja, auch von meiner Seite. Und damit sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. We'll be right back.